Videofreunde, meine erste Station. Ich bin angekommen und ich bin ehrlich gesagt total geschafft. Das war echt ein anstrengender Tag heute, weil eh man dann zu Hause alles noch so fertig macht und eigentlich wollte ich erst morgen losfahren. Und dann war aber heute bei uns in Cottbus Vormittag das Wetter so schön und dann habe ich gedacht, nee, dann fahre ich doch lieber in der Sonne, als dass ich dann im Regen fahre, weil für morgen haben sie Regen angemeldet. Ehe ich dann aber fertig war mit Saubermachen alles, Ordnung, die letzten Sachen noch einräumen im Wohnmobil, ja, da war es dann, wurde es immer dunkler und dann fing es an zu regnen. Und ich bin die ganzen dreieinhalb Stunden bin ich gefahren, nur im Regen. Also so ein bescheidenes Wetter, es ist ja sowieso dieses Jahr echt wirklich, also nee, ich finde es schrecklich, wenn ich ehrlich bin, weil es so nass ist, ne? Aber wir brauchen ja die Feuchtigkeit, trotzdem ist es, es war kein schönes Fahren. N-n. Vor allem hier dann, wenn man Richtung Anklam fährt, Pasewalk, Anklam, das sind alles nur Landstraßen, enge Landstraßen mit LKW, dunkel, Regen. Das ist also nochmal eine richtige Herausforderung gewesen. Dann hat mich das Navi auch noch verkehrt geschickt. Habe ich schon gewundert, wieso sie mich Richtung Anklam an der einen Stelle schickt und nicht in Richtung Ueckermünde, wo ich wusste, ich muss Richtung Ueckermünde. Aber naja, ich bin ja brav, ich gehorche das. Dem Navi sozusagen. Und naja, auf jeden Fall war es aber verkehrt. Und dann hat die mich über irgendwelche Käfer und da waren Dorfstraßen noch aus der DDR, da hat die mich dann zurückgelotst. Und dann habe ich gemerkt, ich bin wieder auf der Straße, wo ich vorher war. Ja, und es wäre schon richtig gewesen, wie ich hätte fahren wollen. Wäre ich mal gleich so gefahren. Naja, egal. Auf jeden Fall war es ein Umweg gewesen, den ich nicht unbedingt gebraucht hätte. Und dann bin ich jetzt endlich vorhin vor einer Dreiviertelstunde hier angekommen. Und zwar bin ich in Mönckebude. Das habe ich heute bei Park4Night gefunden. Habe heute früh gegoogelt, weil ich mich entschieden habe, dass ich morgen oder übermorgen und dann in unsere Ferienwohnung fahre, weil sie am Wochenende sehr stürmisch gemeldet haben. Und auch am Samstag ist das Wetter noch okay, aber am Sonntag auch richtig dolle Regen. Und dann habe ich mir überlegt, nee, dann fahre ich zuerst in Richtung Albeck und fahre in unsere Ferienwohnung. So habe ich mir das vorgenommen, so ist der Plan. Ja, meine Nachbarn, die haben sich jetzt neben mich gestellt. Ich habe hier auch noch ein paar Camper-Nachbarn und die Dame kam vorhin schon an und hat mich angesprochen und hat mich gefragt, also wegen Hinstellen. Ich sage, ich kenne mich ja auch nicht aus, aber die zwei standen auf der Wiese und da habe ich gesagt, da würde ich nicht stehen bleiben, weil es, ja, ich weiß nicht, ob man dann wieder rauskommt und der Hafenmeister hat auch schon gesagt, also stellt euch, wenn ihr reinkommt, links hin, auf der rechten Seite und auf der Wiese, die es hier noch gibt, wo man auch noch stehen kann. Das würde er jetzt im Moment nicht so empfehlen. Und da habe ich zu denen auch gesagt, ich würde mich auch lieber hier hinstellen, weil ich stehe jetzt hier auf so einem Stück Weg und das ist so ein bisschen, also ja, wie so ein kleiner Schotterweg. Also da passiert nichts. Ich freue mich, weil ich bin nicht alleine und habe jemanden neben mich und da fühle ich mich wohl und das finde ich schön und die sind auch sehr nett. Ja, jetzt gibt's Mangiare. Ich mache mir jetzt einen Salat mit Garnelen und ein bisschen Ziegenkäse und dann habe ich noch so ein Stückchen Halloumi und ja, dann kommen noch ein bisschen Gurken und Tomaten rein und fertig. Ich habe ja meine Ernährung etwas umgestellt, weil ich dann irgendwann mal mir selber meine Videos angeguckt habe und gedacht habe, nein, das geht so nicht weiter. Ja, eigentlich war es noch nicht mal das, sondern ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe wirklich echt Probleme gehabt mit den Gelenken und alles tat mir weh, die Knochen. Und ich habe mich einfach richtig unwohl gefühlt. Und ich habe jetzt meine Kohlenhydrate drastisch reduziert. Also ich esse also vielleicht nur noch ein Drittel von dem, wenn ich noch weniger an Kohlenhydraten als vorher. Und bekommt mir sehr gut. Also ich fühle mich wesentlich besser. Ich bin viel fitter. Ich war auch immer nur noch müde und kaputt und fertig. Das ist tausendmal besser geworden. Und dann esse ich eigentlich im Moment nur noch Eiweißbrot, kein anderes mehr. Ich habe da so ein ganz leckeres gefunden.
und versuche halt wirklich so wenig wie möglich Kohlenhydrate. Also nicht gar keine, aber so wenig wie möglich. So, ich bin fertig. Ich habe das zwar heute nicht in so einer schönen Schüssel, aber ja, egal. Passt alles rein. Die anderen sind zu klein. Ja, also, jetzt werde ich es mir mal schmecken lassen. Ja, guten Morgen, sage ich jetzt euch mal. Wann immer ihr das seht, bei mir ist es jetzt gerade guten Morgen, ist auch gut. Ich glaube, wir haben schon Mittag. Ich weiß überhaupt nicht, wie spät wir es haben. Ich muss direkt mal gucken. 12.10 Uhr. Ich glaube das ja alles nicht, oder? Wir haben 12.10 Uhr. Also, dann kann ich nicht mehr guten Morgen sagen. Dann sei schön guten Tag, liebe Videofreunde. Aber das ist mein Frühstück. Ja, so lange habe ich noch nichts gegessen, weil ich war nämlich hier heute früh schon unterwegs mit dem Hund Gassi und bin jetzt auch nicht so früh heute aufgestanden. Ja, und dann hatte ich noch ein super nettes Gespräch mit meinen Nachbarn. Zwei junge Leute, also das war keine Dame gestern, sondern eine junge Frau. Und es sind zwei sehr, sehr nette junge Menschen und wir haben uns halt über alles Mögliche ein bisschen ausgetauscht, über Autos, über Kastenwagen, über Wohnmobile und ja. So, und jetzt frühstücke ich erstmal. Der Platz, kann ich vorweg schon sagen, ist echt total schön. Ich habe mich voll verliebt hier in diesen Platz. Ganz toll, ich bleibe auch heute hier. Nachher gehe ich erstmal raus. Ich hoffe, dass sich das Wetter noch ein bisschen hält und werde mal ein paar Aufnahmen machen. Aber jetzt frühstücke ich erstmal. Dann werde ich es mir mal schmecken lassen. Ja, hallo, liebe Videofreunde. Ich möchte euch jetzt mal den Stellplatz hier in Mönckebude zeigen. Der ist nämlich sehr, sehr schön und ich habe mich ja auch entschieden, heute hier zu bleiben. Ja, und das Schöne hier ist, dass ihr halt absolut hier Ruhe habt. Also man hat hier wirklich also Entschleunigung sozusagen. Das ist total schön. Man hört hier nichts außer die Vögel und mal einen Hahn krähen oder einen Hund bellen. Und das gefällt mir besonders gut. Da ist das Toilettenhäuschen. Ich glaube, Duschen gibt es auch. Das werden wir gleich mal sehen. Hier ist die Ablassstelle. Und was steht hier? Ah, hier kann man Wasser holen. 100 Liter Wasser, 50 Cent. Mhm. Und ich glaube, von hinten muss man ran. Hier sind die Duschen und Toiletten. Damen. Und hier vier Minuten 1 Euro. 8 Minuten 2 Euro. Ja, hier ist Dusche. Und hier ist auch ein Spülbecken. Ja. Ja, und hier ist jetzt das Hafenbecken. Ja, hier sind die 3 Ferienhäuser. Hier ist dann im Sommer eine Imbissbude. Dort hinten ist ein Lokal. Und hier ist jetzt direkt der Strand. Und ruckzuck ist man hier am Strand. So, hier ist die Fischerstube. Natürlich alles zu jetzt.
Klar. Ist auch nochmal ein Toilettenhäuschen und Müllentsorgung. Na, hier liegen ja dann auch im Sommer die Boote. Ja, sehr schön hier. Total toller Platz. Also ich finde den total schön. Ja, also das ist der Rundgang hier am Stellplatz. Sehr zu empfehlen. Ich habe bezahlt 14 Euro. Kurtaxe braucht man derzeit nicht zu bezahlen. Und ihr habt Strom, Fernentsorgung. Daumen nach oben. So, ihr liebe Leute, ich habe mir jetzt wieder was zu essen gemacht. Und zwar gibt es heute mal ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen Weizen habe ich mir am Boden unten gemacht und habe ganz viel Gemüse drüber gemacht, Brokkoli, Süßkartoffel, Möhren, Pastinaken. Ja, und das kommt jetzt, da kommt jetzt Käse drüber und dann lasse ich das noch ein bisschen schön zerlaufen, damit es ein bisschen Geschmack hat, ne? Und ja. Das werde ich dann heute, also alles werde ich nicht schaffen wahrscheinlich, aber, aber zumindest einen guten Teil. Ja, war halt nicht so viel, was es heute so gab. Im Übrigen, vielleicht ein bisschen unpassend gerade zu dem Essensthema, aber ich habe heute das erste Mal gekrobelt. Ja, heute war das erste Erfolgserlebnis, die Kurbel zu benutzen und es hat gut funktioniert und alles in Ordnung bis jetzt. Also ja, am Ende der Reise werde ich dann noch mal ein Fazit geben. Aber ich wollte nur sagen, heute war das erste Erlebnis und war alles in Ordnung. So, dann mache ich mal jetzt hier so Basic Käse drüber, damit es ein bisschen Geschmack hat. Und dann geht es ab zum Überbacken. Im Übrigen wollte ich nur sagen, haben wir wieder unsere alte Omnia-Silikon-Schale hier genommen. Ein Einsatz, weil der neue Einsatz passt. Und da guckt oben ein ganzes Stück raus. Das könnte ich nie so voll machen. Ich meine, für zwei Personen musst du den Omnia schon voll machen. Der ist viel zu kurz, der Silikoneinsatz. Es ist aber von Omnia. Ich verstehe das nicht. Entweder sind die jetzt anders, dass die kleiner sind, die Öfen. Also, dass das nicht mehr so hoch ist, sondern niedriger. Aber ich verstehe es nicht. Ja, keine Ahnung. Also, es passt einfach nicht. Es ist ein ganzer Rand frei. Und wenn du jetzt Käse drauf machst und der zerläuft, dann hast du das alles am Omnia zu hängen. Verstehe ich nicht. Habt ihr auch so ein Problem? Oder kennt das einer von euch, besser gesagt, die alten Omnia noch haben, dass die neuen Einsätze nicht mehr so gut passen? Das würde mich auch mal interessieren. So, jetzt geht's noch mal ran an die Buletten, dass endlich mal hier was fertig wird. Ich hab Hunger! So sieht das Ganze aus. Sieht doch ganz ordentlich aus. Und jetzt werde ich es mir mal schmecken lassen.